Herzlich willkommen zum Stadtgespräch Politik. Wir wollen heute sprechen über die S-Bahn. 2017 läuft der Verkehrsvertrag aus und es soll ausgeschrieben werden. Oder es ist schon ausgeschrieben, doch was passiert, bevor der neue Betreiber mit den Zügen auf die Schiene kommt? Darüber wollen wir heute reden mit Ole Kreinz von der SPD, verkehrspolitischer Sprecher, mit Jens Wiesecke vom Berliner Fahrgastverband IGEP und mit Stefan Gelper von den Bündnis 90 Grünen. Und auch Sie sind verkehrspolitischer Sprecher. Herr Wiesecke, ich will mit Ihnen anfangen. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wir wissen, 2017 läuft der Verkehrsvertrag mit der S-Bahn aus. Wie weit sind wir, dass der Verkehr danach auch weiterläuft? Die Ausschreibung ist abgeschlossen worden, das ist vor kurzem ja gewesen. Dann wird demnächst verkündet, wer also alles teilgenommen hat. Mhm. Und im Herbst nächsten Jahres wird dann faktisch dann gesagt, der und der wird den Auftrag bekommen. Die Runde wird als nach dem Vernehmen nach illuster. Es ist alles nur bis jetzt Gerüchte. Natürlich die Deutsche Bahn mit ihren Töchtern selber. Mhm. Aber solche Firmen wie National Transport sind im Gespräch. Die RATP als Betreiber der Pariser Metro. Das sind schon Namen, die interessant sind. Schwierig wird einfach die Situation, weil wir bis dahin keine Fahrzeuge bekommen werden. Das ist das eigentliche Problem. Der Betreiber ist das eine, das Verfahren ist sicherlich zu handeln, aber dass wir in 4, 5 Jahren keine Fahrzeuge haben, das ist das eigentliche Problem. Also jetzt haben wir 2013, 2014 soll dann festgelegt werden, wer es betreibt. Herr Kreinz, haben wir denn dann eine Chance, dass dann auch wirklich 2017, ich glaube im Dezember ist es, der Verkehr auch sozusagen ein glatter Übergang ist? Oder werden die Berliner auf den Bahnhöfen des Rings und der Zubringer stehen, denn die sind, glaube ich, ausgeschrieben und vergeblich auf Züge warten? Am 15.12.2017 beginnt der neue Verkehrsvertrag. Ich gehe mal davon aus, dass die S-Bahn fahren wird. Mhm. Egal, wer Betreiber sein wird, im neuen Verkehrsvertrag wird zu regeln sein, wie die Deutsche Bahn, Tochter S-Bahn, ihre Züge, in welchem Zustand sie ihre Züge an den nächsten Betreiber gibt oder ob sie selber Betreiber sein wird des Rings und der Strecken im Südosten. Also ab 15. Dezember werden Züge fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Züge in dieser Stadt gibt. Es sei denn, ist es technisch nicht mehr möglich. Das hatten wir auch schon mal in der großen S-Bahn-Krise. Aber welche Züge fahren, ist scheinbar noch völlig unklar. Herr Gelper, das ist wahrscheinlich Wasser auf Ihre Mühlen. Hat der Senat da versagt? Sind wir zu spät? Eigentlich hätten ja neue, moderne Züge fahren sollen. Wir hatten ja schon genug Probleme mit den alten. Ja, natürlich ist es das Interesse von allen, die hier sitzen, dass die S-Bahn fährt, 2017, 2018 und die folgenden Jahre. In der Tat, der Tagesspiegel zum Beispiel schrieb es auch schon, ist auch meine Rechnung, circa 3 Jahre haben wir verzögert. Der Senat hat sich einfach zu viel Zeit gelassen, ohne dass sich am Ergebnis was geändert hat. Also die Fakten, die vor 3 Jahren vorlagen oder vor 4 Jahren vorlagen, haben sich nicht geändert zu den Fakten, die vor einem Jahr zu der Entscheidung führten, jetzt endlich mit der Ausschreibung zu beginnen. Wir haben immer gesagt, ja, lasst uns Betrieb und Zugbestellung trennen, damit wir die Züge gleich bestellen können, damit wir halt dieses Loch zwischen 2017 und 2021, 2022 halt nicht bekommen. Das ist jetzt nicht passiert, deshalb stellt sich genau die Frage, was machen wir in diesen 3, 4 Jahren? Da wird man nicht umhin kommen, mit den alten Zügen weiterzufahren. Die Frage ist, ob das technisch möglich ist und zu welchem Preis das technisch möglich ist. Also die eine Frage ist, kriegt man die Züge nochmal zugelassen? Und die andere Frage ist, wie viel muss man dann in diese Züge nochmal investieren, damit die Baureihen 480, 485 halt weiterfahren können? Herr Wiesecke, wir hatten ja nun wirklich ein paar Winter, wo wir große Probleme mit den Baureihen, die auch gerade genannt wurden, hatten. Können die denn überhaupt noch weiterfahren? Oder wie müssen sie umgerüstet werden? Und dann wird ja der Betrieb wieder ausgedünnt, wie wir es auch kennen. Es gibt da eigentlich 3 Probleme. Zum einen sind es 2 technische Probleme. Das macht die Zugsicherungstechnik, die umgebaut werden muss. Das ist eine Vorgabe des Eisenbahnbundesamtes, wo fraglich ist, ob die neuen Fahrzeuge, die alten Fahrzeuge das können werden. Dann wird an der Funktechnik was geändert. Auch das wirft Fragen auf. Da muss neu zugelassen werden. Es gibt aber einen Aspekt, der immer völlig vergessen wird. Es werden ja mehr neue Fahrzeuge beschafft, als abgestellt werden. Also wir haben so oder so schon einen Fahrzeugmangel, den wir dann noch mal 3 Jahre länger haben. Das sind rund 30 Viertelzüge, die eigentlich mehr beschafft werden sollen. Das wird bei der Diskussion immer vergessen, dass wir jetzt ja schon einen Mangel haben, der behoben werden muss. Herr Kreinz, warum dauert es denn jetzt so lange? Herr Wiesecke hat es eben gesagt, die Angebote sind alle da von den Unternehmen, die betreiben wollen. Warum brauchen wir denn jetzt ein Jahr und machen erst im nächsten Herbst dann fest, wer dann die Ausschreibung gewinnt, wenn wir schon offensichtlich so einen Zeitdruck haben? Also zum einen ist es so, dass eines der Probleme der letzten S-Bahn-Krise ein unzureichender S-Bahn-Vertrag war.
Und dies will man eben umgehen, indem man sagt, wir verhandeln mit denjenigen, die sich an der Ausschreibung beteiligt haben, einen vernünftigen Vertrag. Das braucht seine Zeit, weil man natürlich auch darauf reagieren muss, was sein Gegenüber für ein Angebot macht, was man selber für Vorstellungen hat. Das ist zum Teil in Bezug auf die Wagentechnik eigentlich schon formuliert. Mhm. In Bezug auf die Vertragsausgestaltung ist es eben gemeinsam zu formulieren in einem gemeinsamen Prozess. Wir denken an die Maluszahlung, die die S-Bahn leisten musste. Das war ja nicht von Anfang an vertraglich geregelt bei einer Schlechtleistung. All das muss rein. Und das muss vorher klar definiert werden und zu beiderseitigem Einverständnis führen. Dann funktioniert dieser Vertrag auch mit dem nächsten S-Bahn-Betreiber. Und dass das eben dauert, liegt zum einen auch daran, dass die S-Bahn selbst geklagt hat gegen die quasi Nutzungszeiten der S-Bahn nach Vertrag. Es ist ja zweimal jetzt ausgeschrieben worden. Ne? Die erste Ausschreibung war, glaube ich, hatte sich dann erledigt, weil die S-Bahn geklagt hat. Die S-Bahn hatte geklagt gegen das Verfahren, wobei mich das sehr wundert, sie eigentlich in der Situation ist, in der sie das Verfahren gut hätte akzeptieren können und wahrscheinlich auch als Sieger rausgegangen wäre. Aber sie hat eben geklagt. Das zeigt, wie rechtsunsicher diese Materie ist. Es gibt widersprüchliche Bundes- und Landesgerichtsurteile. Und das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit, in der auch der Senat lange Zeit steckte. Jetzt gehen sie einen Weg, der muss rechtssicher sein. Dieser rechtssichere Weg wird dazu führen, dass wir gegen Ende 2014 eben einen Betreiber haben. Und dann geht es in die Fahrzeugbestellung. Wobei schon klar ist, welche technischen Anforderungen an die Züge zu stellen sind. Das ist ja auch mit Fahrgastverbänden und betroffenen Verbänden und der Industrie im Vorfeld auch kommuniziert worden. Ich habe irgendwas gelesen, 44 Monate dauert ungefähr dieser Zeitraum, bis die Züge zugelassen sind. Diese Idee der Grünen, also extra Fahrzeuge anzuschaffen und dann betreiben zu lassen sozusagen, die ist ja nun vom Tisch. Welche Forderungen haben Sie denn nun an das Konzept, dass es rechtssicher ist, dass es auch wirklich dann irgendwann läuft? Denn dass es 2017 läuft, ist wahrscheinlich sehr zweifelhaft. Ne? Nun, natürlich, klar, die Ausschreibung ist jetzt auf dem Weg. Wir wären besser gefahren damit, hätten wir das getrennt, das ist ganz klar. Dann hätte zum Beispiel diese Problematik, die jetzt aufgetreten ist, die S-Bahn klagt gegen einen Teil dieser Ausschreibung und es gibt eine rechtliche Verunsicherung, die den Senat dazu bringt, die Ausschreibung im Prinzip noch von vorne zu beginnen. Mhm. Das hätten wir dann nicht gehabt, die Züge hätten wir einfach quasi separat bestellen können. Gut, das ist jetzt an dem Punkt, an dem wir jetzt halt sind. Jetzt wird es darum gehen müssen, das Verfahren, das dauert ja noch ein paar Monate an, halt auch rechtssicher jetzt wirklich zu beenden mit einer guten Beratung, mit ganz konkreten, nachvollziehbaren Schritten, so transparent, wie es halt bei Vertragsverhandlungen möglich ist, um dann zugleich aber auch zu sagen, wir widmen und wir erkennen, dass wir zwischen 2017 und 2021, 2022 Probleme haben, uns jetzt auch intensiv dieser Frage zu widmen, was machen wir in diesen 4 Jahren? Und das heißt halt nicht als Senat, okay, das macht die S-Bahn irgendwie, sondern das heißt, da mische ich mich ein, da frage ich selber beim Eisenbahnbundesamt nach, was sind die Anforderungen. Da überlege ich mir, wie viel wird das kosten. Ich bitte den Senat an, die S-Bahn an den Tisch, um wirklich für diese 4 Jahre jetzt eine Lösung aufs Papier zu bringen, um dann, sie dann in 3 Jahren auch oder 4 Jahren auch umsetzen zu können und nicht dann erst zu überlegen, was zu tun ist. Herr Wiesecke, wie könnte denn diese Lösung aussehen? Ich meine, nach den letzten Wintern, nach den letzten Jahren ist vielleicht das Verhältnis zwischen Senat und S-Bahn nicht besonders gut. Also man muss ja dann sozusagen auch auf die S-Bahn zugehen. Man muss auf die S-Bahn zugehen. Ich glaube, eine sachliche Arbeitsebene gibt es und die Hausaufgaben sind gemacht worden. Ich sehe aber noch eine andere Arbeitsstelle, die wir machen müssten. Wir haben ja die BVG und da ist einfach auch zu prüfen, ist auch die BVG in der Lage, dort zusätzliche Aufgaben zu stellen. Und da sehen wir sehr große Probleme, insbesondere zum Beispiel bei der U-Bahn. Dort fordern wir seit einiger Zeit die Beschaffung einer Reihe fürs Großprofil, also Linien 5 bis 9 ist das, neue Fahrzeuge. Und das kommt leider nicht. Und deshalb sehen wir auch dort Ende des Jahrzehnts eine ähnliche Krise heranwachsen, dass einfach zu wenig Fahrzeuge sind, dass zu wenig investiert sind. Das ist also, da baut sich etwas auf. Und das macht es dann besonders problematisch. Und man darf nicht nur auf die S-Bahn schauen, man muss auch auf das andere Verkehrsunternehmen schauen. Und das geschieht zu wenig in dieser Stadt. Ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen. Herr Kreins, was ich nicht verstehe, warum wird eigentlich nur ein Drittel ausgeschrieben? Also ich glaube, Ring und Zubringer, das verstehen vielleicht auch viele Zuschauer nicht, Ring und Zubringer
Sattelbringer sind ausgeschrieben, aber Stadtbahn und andere Linien sollen weiter von der Deutschen Bahn betrieben werden. Also rund ein Drittel ist ausgeschrieben. Warum? Warum hat man nicht alles aus, weil es gar nicht zu wuppen ist für einen alleine? Weil es für viele nicht zu wuppen wäre. Also derzeit betreibt das ja in Monopolstellung die S-Bahn GmbH für Berlin. Das ist eine Sonderbaureihe, die Berliner S-Bahn. Mhm. Das fährt eben bundesweit nicht. Vergleichbare S-Bahn-Modelle. Das war auch so ein bisschen das Problem im Winter. Ne? Man konnte nicht aus anderen Städten Züge hierher holen, damit der Verkehr gesichert ist. Das war ein Problem im Winter. Aber wir haben natürlich, wenn wir ein Netz in der Größe ausschreiben, die Anzahl der Konkurrenten, die sich darauf bewerben, ist relativ gering. Und wenn dann die Deutsche Bahn als einziger Player dann dasteht und sagt, also wir machen es wieder so, dann haben wir wieder die Schwierigkeiten, einen vernünftigen Vertrag zu verhandeln, weil die sagen, wir haben gar keine Drucksituation mit euch, eine bessere Malusregelung für die S-Bahn-Kunden, mehr Service zu verhandeln. Intensivere Wartungsintervalle, da haben sie gar keine Notwendigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass man das so ausschreibt, dass es eine marktähnliche Situation beschreibt. Ich muss sagen, Ausschreibung, das trifft immer mal wieder das Herz des Sozialdemokraten, dass wir sagen, das fällt uns nicht leicht. Aber ich denke, dass es derzeit unter den politischen Konstellationen auch der einzig gangbare Weg ist. Was mich dann wieder so ein bisschen verwirrt, ich glaube, beim VBB haben wir über 20 Unternehmen zusammen verbunden, kommt noch eins wieder hinzu. Das wird doch wieder ein größeres Chaos. Oder ist das gar nicht so das Problem, ob da einer mehr oder weniger dabei ist dann noch? Also ich sehe da jetzt kein Problem beim VBB, weil auch die Vertragssituation mit diesen neuen Betreibern anders ist, ein sogenannter Bruttovertrag. Die Einnahmen gehen sofort an das Land oder an die beiden Länder. Der macht praktisch nur den Verkehr, dafür ist zuständig, sodass sie diese Tarifsituation dem Betreiber gar nichts mehr angeht. Darüber kann man diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ist so gemacht worden und letztendlich gibt es da immer Bewegung, auch beim VBB, dass ein Unternehmen fusioniert, dass sich etwas verändert, dass auch bei der Regionalbahn neue Unternehmen dazukommen, andere verschwinden. Das ist nicht so problematisch. Das ist durchexerziert und da sehe ich die geringeren Probleme. Ob es wirklich oder vielleicht dann doch zum Chaos kommt, darüber wollen wir nach einer kurzen Pause reden. Bleiben Sie bei uns beim Stadtgespräch Politik. Bis gleich.